Hallo und herzlich willkommen zum Online-Tutorium Corpus Linguistik mit CQP und Co. Mein Name ist Susanne Flach, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Arbeitsbereich Struktur des heutigen Englisch am Institut für Englische Philologie der Freien Universität Berlin. Einige von Ihnen werden mich kennen aus Seminaren, Vorlesungen oder Workshops zum Thema Corpus Linguistik, die ich mit Anatol Stefanovic über die letzten Semester angeboten habe. Das heißt, was wir jetzt hier machen möchten mit diesen Online-Videos, ist, dass wir die grundlegenden Workshop-Inhalte in kleine Lernvideos umwandeln, die Sie dann als Vorbereitung für korpuslinguistische Inhalte in den Seminaren oder Spezialworkshops zum Thema Korpuslinguistik nutzen können. Die Tutorials an dieser Stelle gliedern sich grob in vier Bereiche. Der erste ist ein rein technischer Bereich, nämlich in der Verbindung zu unserer Corpus-Umgebung auf den Servern der Freien Universität. Das sind unterschiedliche Strategien für Windows- und Mac-Systeme. Der zweite Bereich wäre dann der Bereich der Datenerhebung, also wie greifen Sie tatsächlich auf die Corpus-Daten zu, wie extrahieren Sie Dinge, die Sie gerne hätten und vor allem mit welchen Mitteln aus den Corpora. Und dazu werden wir die sehr mächtige Korpussprache CQP nutzen und werden dann auch darüber sprechen, logischerweise, wie die Daten exportiert werden. Also was müssen Sie tun, damit die Daten hinterher auf Ihrem Rechner sind. Das ist der Bereich Datenerhebung. Der dritte Bereich wäre dann der Bereich der Datenverarbeitung. Das heißt, wenn Sie die exportiert haben, geht es darum, die Daten aufzubereiten, nämlich aufzuräumen und je nach Fragestellung und Erkenntnisinteresse zu annotieren. Und das funktioniert in der Regel bzw. sehr einfach meistens unter Spreadsheet-Programmen, die auch dafür genutzt werden können, Daten auszuwerten und zu visualisieren. Das wäre nämlich dann auch der vierte Punkt, der Punkt der Datenanalyse. Das heißt, wie werden die Daten ausgewertet? Und für etwas fortgeschrittenere Auswertungen werden wir auch kleine Videos anbieten zur Einführung in die Verwendung der freien Statistiksoftware R. Das heißt, im Prinzip kann man all diese Videos als praktische Anleitung verstehen. Die sollen kurz und praktisch illustrieren, was man damit machen kann. Es wird in den Tutorials aber auch hin und wieder um den theoretischen bzw. technischen Hintergrund gehen. Das wird Ihnen helfen, gewisse Dinge besser zu verstehen und besser einzuordnen. Das heißt, das wird sich abwechseln mit praktischen Aspekten, wo ich hier sitze und Ihnen die Nutzung all dieser kleinen, mächtigen Programme vortun werde. Als so eine Art Begleitmaterial kann ich hier noch auf zwei Dokumente hinweisen. Das erste wäre das Cheat Sheet. Das fasst sehr knapp die wichtigsten Befehle für die Arbeit in CQP zusammen und ist besonders geeignet dann, wenn Sie mit CQP arbeiten, das eigentlich schon können, aber nochmal Dinge speziell nachschlagen möchten. Das zweite, etwas ausführlichere Dokument ist das Tutorial, was ich geschrieben habe, was in kleinen Einheiten durch die Nutzung von CQP geht und worauf auch viele der folgenden Videos basieren. Für beide Dokumente gilt, die jeweils aktuelle Version können Sie von meiner Webseite runterladen. Und was natürlich auch nicht ganz unwichtig ist, wenn Sie Fehler finden oder Hinweise und Vorschläge haben, was noch fehlt, dann schicken Sie mir bitte eine E-Mail, denn besonders das Tutorial soll ausgebaut werden und durch Anregungen ergänzt werden.